Da sind wir wieder zurück mit Assassin's Creed Origins und wir machen heute weiter, würde ich sagen. Und wir machen weiter mit dieser Quest hier. Wir finden hier viele verlorene Werke und Fragmente der alten Welt. Willkommen! Willkommen in Letopolis. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber deins habe ich noch nicht gesehen. Du hast es! Dein neues Heim! Ein Wunder menschlicher Arbeitskraft. Das große Werk beginnt. Nein, das ist nicht wahr. Du weißt es nur noch nicht. Wir geben jedem Neuankömmling ein Haus. Grab es aus und hilf bei den Bauarbeiten. Ein neuer Anfang. Ich bin nicht hier, um im Sand zu leben. Sprich mit einem unserer neuen Einwohner. Vini. Er weiß, wie befreiend es ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ich kann sie nicht abstreifen wie eine Schlange ihre Haut. Willkommen, Freund. Ein neues Leben erwartet dich in Letopolis, der Stadt des Horus. Komm, finde deinen Weg und geh mit uns in ein neues Zeitalter. Ja, wir sprechen mit Nee. Inni Sigiliet, bei den Göttern, was soll ich denn nur tun? Frieden, mein Freund. Was ist geschehen? Die Götter haben mich verflucht. Ich verlor meinen Hof und meine Frau an meinem Bruder Yamu. Und jetzt habe ich auch meinen letzten Besitz verloren. Mein Wagen blieb in einem Graben weit vor der Stadt stecken. Als die Nacht hereinbrach, hörte ich schreckliches Gebrüll. Ich ließ sie einfach zurück. Meine armen Ochsen. Alles, was ich noch hatte. Was soll ich nur tun? Gebrüll? Es gibt keine großen Raubtiere hier. Ich bin trotzdem lieber geflohen. Sie waren die letzten Geschenke meines Vaters. Khufu und Kiera. Und ich habe sie dort gelassen. Mit all meinem Besitz. Wenn ich dort entlang komme, werde ich sehen, was ich finde. Und jetzt arbeite du erstmal an deinem Haus. Vielen Dank. Mein Haus kannst du zur Rechten vom Tempeleingang finden. Mögest du auf den Schwingen des Horus fliegen. So, finde Leis Karren und bringe sie zurück. Bring ihn zurück zu ihm. Okay. Hoppala. Und auf geht's. Ich bin mir fast sicher, dass schon wieder Feindpräsenz irgendwo sein wird. Sonst wird das Thema nicht einschlagen. Und 2, 3, 4, 5 Paar sind da. Mit dem Tiger. Okay, das sind noch mehr. Man sieht zumindest ein paar. Okay, dann sagen wir wieder ein bisschen, was wir tun jetzt gerade. Wir haben zwei Tiger, sehe ich das richtig? Ganz ruhig. Lasst mal sehen, wie ihr euch verfangen habt. Scheiße. Schön meine Klinge reingesprungen, mein Freund. Wow.
So. Geht in Position. Hey, ich spreng dich um. So, ein paar Feinde haben wir noch. Wir haben zumindest das Notwendigste schon mal weg. Oder? Ja, wir haben alles weg an Feinden. Okay, dann bringen wir jetzt die Karren zurück. Gut, dass ich nach euch gesucht habe. Ich fürchte, Nehi wäre sonst tot und ihr wärt jetzt Löwenfutter. Es waren übrigens Löwen, keine Tiger. So, wo ist jetzt die? Da oben. Malek, du hast Khufu und Kiera gefunden. Dann kann ich ja heute vor Freude weinen. Sieh nur, wie viel du geschafft hast, seit ich gegangen bin. Ich habe etwas Seltsames im Haus gefunden. Es weckt meine Neugier und gleichzeitig jagt es mir Angst ein. Kannst du mal nachsehen? Zeig mal. Als ich den Hauptraum ausgrub, fand ich eine unheilvolle Schrift an der Wand. Alte Schrift. Ich weiß nicht, was sie bedeutet, aber sie jagt mir große Angst ein. Sie ist alt, aber unvollständig. Zu viele Teile fehlen. Ausgelöscht von Zeit und Sand. Glaubst du, denkst du, es ist ein Fluch? Ich frage mal in der Stadt. Na gut, was soll ich tun? Ich weiß nicht, ob ich hier schlafen kann. Alles wird gut. Du solltest mit Ramesso sprechen. Er kennt wirklich jeden in der Stadt und weiß auch über alles Bescheid. Da bin ich mir sicher. So, sprich mit Ramesso. Dann machen wir das mal. Dieses mürrische Gesicht kenne ich doch. Du bist wegen deines Hauses hier. Nein, ich. Du gräbst dir sicher im Handumdrehen ein Haus aus. Genug! In Nehis Haus gibt es seltsame Schriftzeichen. Nichts, was dich sorgen muss, mein Freund. Das haben schon drei andere gesagt. Aber die Zeichen sind zu alt, um sie noch zu deuten. Das sehe ich mir an. Du verschwendest deine Zeit, aber wie du willst. Was fehlt denn Zelmo gerade? Ach, die Zwehe. Okay. Ja? Wie kann ich dir helfen? Ramesso sagte, es gäbe seltsame Schriftzeichen in deinem Haus. Ja. Ich fand sie ziemlich unheimlich. Ich glaube, es hat noch jemand so etwas entdeckt. Darf ich sie sehen? Sicher. Geh nur rein.
So, dann machen wir das doch mal. Die hier, oder was? Okay. Der Stil sieht ähnlich aus. Vielleicht sind sie Teil derselben Botschaft. So, dann quatschen wir mit dem da hinten. Darf ich dich etwas fragen? Hm? Worum geht's? Nehi hat seltsame Symbole in seinem Haus gefunden. Wie du. Darf ich sie mir ansehen? Sicher. Er ist neu hier, oder? Er ist ganz süß, aber er sieht immer aus, als würde er gleich weinen. Sag ihm, dass ich nach ihm gefragt habe. Mein Name ist Nebefer. So, dann gucken wir uns mal kurz die Schriftzeichen hier an. Mehr von der Botschaft. So, das müssen wir wahrscheinlich jetzt auch ein drittes Mal machen. Da. Was sind die? Also. Bist du neu hier? Auf der Durchreise, aber einem Rätsel auf der Spur. Gibt es alte Hieroglyphen in deinem Haus? Hat die nicht jeder? Hab mir nichts dabei gedacht. Warum? Bedeuten sie irgendwas? Ich bin nicht sicher. Darf ich sie sehen? Warum nicht? Sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss. So. Halt, was müssen wir gucken? Hier sind die. Die Schriftzeichen. Der Botschaft. Die vollständige Botschaft. Ist es eine prophetische Vision? Wo ist dieser Tempel? Also müssen wir doch was machen. Okay, dann mache ich trotzdem mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Tempel der Millionen Jahre.